neues Jahr, neues Glück, neue Bücher. Am Ende des letzten Jahres ist Joan Didion gestorben, die stilbildende Essayistin, die große Journalistin und auch Romanautorin. Und in einer Zeitung stand etwas Wunderbares über sie. Sie sei unbestechlich, aber erschütterbar gewesen. Das ist eigentlich das Beste, was man über einen Menschen sagen kann. Von ihren Romanen war für mich der beeindruckendste Das Jahr magischen Denkens über den Tod ihres Mannes. Und als ich das anlässlich ihres Todes noch mal in die Hand nahm, dachte ich plötzlich, dass im Laufe des letzten Jahres sehr viele Bücher erschienen sind von Frauen, die sich mit dem Verlust des Mannes beschäftigen. Sei es, dass der Mann gestorben ist, sei es, dass man sich getrennt hat. Und das ist ein interessantes Thema. Und ich habe 4 Bücher heute, die zu diesem Thema ich Ihnen vorstellen möchte. Das politischste ist wohl dieses hier von Nina Bouraoui, Geiseln. Ich lese Ihnen mal den Anfang vor. Kleines Stück. Ich heiße Silvi Meier, ich bin 53 Jahre alt, ich bin Mutter 2 Kinder, ich lebe seit 1 Jahr von meinem Mann getrennt, ich arbeite bei Cargex, einem Gummiunternehmen, ich bin für die Produktionskontrolle zuständig, ich bin nicht vorbestraft. Das hört sich nach einem Verhör an und genau das ist es auch. Sie sitzt auf der Polizeiwache und wird verhört und das war ihr kurzer Lebenslauf und der wird nun auf wenig mehr als 100 Seiten mit dem Leben von Silvi Meier gefüllt und vor allem mit dem Ereignis, sie hat für 1 Nacht mit einem Messer bewaffnet ihren Chef als Geisel genommen und bedroht. Sie hat ihm außer Angst nichts angetan, aber sie wird natürlich verhaftet. Und sie brauchte ein Ventil. Ihr Mann hat sie verlassen. Sie muss mit ganz ekelhafter Fabrikarbeit ihre beiden Kinder jetzt durchbringen. Und dieser Vorgesetzte hat sie auch genötigt, ihre Kolleginnen zu denunzieren, ihm zu sagen, wenn einer oft zu spät kommt oder oft krank ist. Und das hat ihr moralisches Empfinden verletzt und auch, dass ihr Mann sie hat sitzen lassen. Das hat alles so viel in ihr angestaut, dass sie eben diesen Vorgesetzten als Geisel genommen hat. Und wir beim Lesen immer das Gefühl haben, eigentlich ist sie die Geisel ihres Schicksals und dieser Männer. Eine Frau, die in eine unerträgliche Lage manövriert wurde. Sie sagt einmal über diese Geiselnahme, ich fühlte mich vor kurzer Zeit lebendig. Ich war sozusagen der Vergewaltiger. Und sie sagt auch, ich liebe meinen Mann, aber ich liebe Männer nicht, weil sie uns Frauen so viele Schmerzen zufügen. Dazu passt das zweite Buch, Deborah Levy, Ein eigenes Haus. Auch hier ist eine Frau am Ende ihrer Ehe, allein mit den Kindern, in einer schäbigen Wohnung. Sie sagt, sie hat die harte Lektion lernen müssen, dass Liebe nun mal nicht von Dauer ist, auch große Liebe nicht. Und sie träumt von einem Haus, das ihr Zuhause sein könnte, das sie beschützt und ihre Träume beschützt. Das Buch ist autobiografisch, heute sagt man autofiktional, heißt das ja neuerdings, sehr klug geschrieben. Eine Bestandsaufnahme dessen, wie man leben wollte, wenn man so leben könnte, wie man wollte. Und wenn Frauen die Möglichkeiten hätten in ihrem Leben, die auch Männer haben. Wissen Sie, diese ganze Gendersprache kann mir gestohlen bleiben, solange Frauen nicht selbst ihr eigenes Geld verdienen können, und zwar genauso viel Geld wie die Männer, und in ihrem Leben eigenständig und unabhängig sein können. Dieses Buch ist ein Plädoyer dafür. Beim nächsten wird es fast krimihaft. Doris Knecht, Die Nachricht. Hier hat eine Frau schon vor einigen Jahren ihren Mann durch Tod verloren. Sie trauert um ihn. Und plötzlich kriegt sie eine E-Mail, in der steht, weißt du eigentlich von der Affäre deines prächtigen Ehemannes? Ja, sie hatte kurz vor seinem Tod davon erfahren, das macht auch ihre Trauer besonders bitter. Aber wer um Himmels Willen schreibt eine solche Mail und schreibt noch mehr Mails und auch an ihren ganzen Freundeskreis und immer sehr negativ über sie, was sie für eine alte Schlampe wäre und dass ihr Mann sie mit Recht betrogen hätte? Wer macht sowas? Wer versucht, sie zu vernichten? Es löst sich auf, ich verrate natürlich nicht wie. Und es geht wieder mal darum, wie viel Schmerz Männer einer Frau zufügen können und wie viel Kraft Frauen brauchen, um das auszuhalten. Ich weiß gar nicht, ob das umgekehrt eigentlich auch so ist. Das Buch endet so. Trauer wird schwächer, Angst verläuft sich, Zorn verebbt, Kränkung verblasst. Manche Freundschaften vergehen und andere sind stabiler, als man glaubte. Vielleicht, weil man sich mehr braucht, als man sich unterscheidet. Zeit vergeht, Wunden heilen, Menschen verschwinden aus dem Leben, Erinnerungen verschwimmen. Die Nachrichten kommen nicht mehr sehr oft, nur noch selten. Und es ist auch nicht mehr wichtig. Aber sie kommen noch. Ich finde, dass Männer solche Bücher auch mal lesen sollten, um zu begreifen, was wir Frauen eigentlich fühlen und was man uns mitunter antut. Das letzte Buch
ist von Dorothy Gallagher, was ich dir noch erzählen wollte. Gallaghers Mann, der Verleger Ben Sonnenberg, war erwartbar nach jahrelanger sehr schwerer Krankheit gestorben. Er fehlt ihr, also dies ist 1:1 autobiografisch. Und sie redet mit ihm, wie es ja der Titel sagt, und was ich dir noch erzählen wollte. Sie erzählt von dem Umzug, von den alten und den neuen Möbeln, von der Katze, die gestorben ist. Und sie weiß, mit diesem Erzählen ist es irgendwann vorbei. Sie muss ihr eigenes Leben leben. Und sie sagt einmal, ach Ben, wenn du mich jetzt sehen könntest, würdest du mich überhaupt noch erkennen? Ich habe inzwischen graue Haare. Es ist ein Abschiedsbuch. So, und alle diese Bücher handeln von Frauen, dem Verlust der Männer. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns dann wieder um richtige Männerbücher für die Kerle. Und jetzt gucken wir uns die Spiegel-Bestsellerliste an und freuen uns über jedes Buch, das es darauf geschafft hat, und schmeißen keines in die Tonne, nur weil es uns persönlich nicht gefällt. Das ist zum Beispiel auch so eine arrogante Männerattitüde. Los geht's. Eingestiegen auf der 10, das verlorene Paradies von Abdulrazak Gurnah, der 2021 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde. Die Geschichte des 12-jährigen Yusuf, der im ausgehenden 19. Jahrhundert die Auswirkungen des kolonialen Umbruchs in Ostafrika am eigenen Leib erfährt, ist bereits 1994 erschienen und nach langer Pause jetzt endlich wieder in deutscher Sprache erhältlich. Dass er nicht nur auf der Bühne zu Hause ist, sondern auch als Romanautor überzeugt, hat Edgar Selge mit seinem autobiografischen Debüt eindrucksvoll bewiesen. Hast du uns endlich gefunden, hält sich Wacker auf Platz 9. Ist das schon ein Abschied aus der Top 10? Der Aktivismus-Thriller von Dirk Rossmann und seinem Co-Autor Ralf Hoppe hat uns lange in dieser Rubrik begleitet. Der Zorn des Oktopus fällt diese Woche von der 4 auf die 8. Auch diese Woche steht die Welt weiter am Abgrund. Ken Folletts Agentenjagd über die Kontinente. Never die letzte Entscheidung, stabil auf der 7. Übermenschen steigt wieder auf Platz 6. Juli C.'s Stadtfluchtgeschichte ist gleichzeitig die Nummer 1 des gesamten Jahres 2021. Der Roman war übers ganze Jahr gesehen das meistverkaufte Buch in der Kategorie Belletristik. Von Platz 10 wieder auf die 5. Kerstin Giers Fantasy-Abenteuer Vergissmeinnicht, was man bei Licht nicht sehen kann, ist eine Liebesgeschichte über zwei Menschen, die plötzlich Dinge sehen, die nicht von dieser Welt sein können. Erneut gestiegen auf die 4, Bernhard Schlinks Die Enkelin. Die Geschichte um den Buchhändler Wettner, der nach dem Selbstmord seiner Frau in Ostdeutschland auf Spurensuche geht, hat seit Wochen einen festen Platz in den Top 10. Seit 30 Jahren mordet ein Killer, ohne dass man ihm etwas nachweisen konnte. Doch das Sonderdezernat Q um das Ermittlerteam aus Karl Merck, Assad, Rose und Gordon wollen ihn endlich stoppen. Allerdings stellt sich das Ermitteln in Zeiten der Pandemie als schwierig heraus. Jussi Adler-Olsens Thriller Natriumchlorid diese Woche auf Platz 3. Sebastian Fitzeks Playlist dürfte ein beliebtes Weihnachtsgeschenk gewesen sein. Der Krimi, der gleichzeitig Roman, Online-Spiel und Musikplaylist ist, auch im neuen Jahr immer noch ganz vorne dabei. Diese Woche auf Platz 2. Es ist bereits der 10. Fall des Duos Sander und Bodenstein. Der Mord an einer Verlagsangestellten, der nach 30 Jahren gekündigt wurde, führt das bewährte Polizeiduo ins Milieu des Frankfurter Literaturbetriebes. Nele Neuhaus lebt selbst im hessischen Taunus, deshalb sind in der Region auch ihre Geschichten angesiedelt. Dass ihre Fangemeinde nicht nur treu, sondern auch groß ist, merkt man an den Platzierungen. In ewiger Freundschaft diese Woche mal wieder auf Platz 1.